Da geht's schon los. Mhm. Wie definieren wir das, worüber wir heute reden? So genau, finde ich, kann man es nicht unterscheiden. Aber man kann sagen, aus der Erfahrung, also auch aus der Ruhrgebietserfahrung ist, je dicker es im Topf hängt, desto eintopfiger ist es. Mhm. Also, und dann muss man ja sagen, möglicherweise, eine Suppe kann auch zu einem Eintopf werden, weil wenn Hülsenfrüchte ihre Stärke abgeben beim zweiten oder dritten Aufwärmen, dann sind sie irgendwann näher am Eintopf als an der Suppe. Mhm. Aber